Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Space Astronomy. Ich bin's, der Black. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja ein paar Platten hergestellt, denn wir wollen ja an der nächsten Raketenstufe arbeiten. Rocket T6, um genau zu sein. Dafür brauchten wir hier ein bisschen was an Zeugs. Das haben wir aber noch nicht, weil... T4 Beauty Blades brauchen wir, okay. Aber hier unten war so zumindest T3 und T2, ne? Gut, das müssten wir... Manu. Das müssten wir mittlerweile haben. Wir müssen nur die richtigen Knöpfe drücken. Dann sollte das funktionieren. Nein, haben wir nicht. Was fehlt? Hallo? Wo ist es denn hier? So, die Dinger sind aber auch teuer. Ich mach mal so hier. Das habe ich auf jeden Fall. 1, 2... 3, 4. So, gut. Dann hätten wir das. Wir benötigen auf alle Fälle neben dem, was wir jetzt haben, den T6 Engine, hatten wir den nicht gemacht. Tier 9 hatten wir nicht, offensichtlich. Rocket. Also erstmal können wir die hier mit rausnehmen, das ist kein Problem. T6. Noch einmal. T6 Engine. Warum auch immer ich den nicht gemacht habe, weil das Feuerzeugchen noch fehlt. Wahrscheinlich deswegen. So, können wir ja aber schnell lösen. So, so, so. Damit hätten wir den T6 Engine. Und wir benötigen noch hier oben ein paar T4 Plates für oben. Diese T4 Plates, welche habe ich nie eingegeben? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt habe ich wieder drauf geklickt. Ich habe doch noch nicht neu gestartet. Habe jetzt aber auch keine Lust, neu zu starten. Das Ding abbauen kann ich, glaube ich, auch nicht. Das wird schwierig. Wobei, wenn ich es abbaue, müsste das Rezept gelöscht werden, ne? Das will ich ja eh machen. Wo ist es hin? Gut, gut. Dankeschön. Irgendwie hat es geklippt. Da ist er. Also Fertigungsmonitor wieder drauf. So. Damit müsste das Rezept raus sein. Das auch. Dann brauchten wir... Ich habe vergessen. Ah, T4 Plates, genau. Was ist hier noch drin? Wir haben gepresstes Dash. Wir machen T3 Plates gerade. Ich mache mal kurz so. Und so. Und so. Und so. Nehmen das mal raus. Einfach damit es ein bisschen beschleunigt wird. Gucke nach T4 Plates, also da brauchte ich Titan noch T3. Robust war das ja noch, die T3er. Genau. Titan. Titan. Hallo. Titan. So. Da hätten wir. Dann hauen wir das mal noch ganz fleißig rein. Auch hier. 28, 29. So, lauf mal durch, bitte. Alles klar. Du gehst bitte da rein. Wo ist der Hammer hier? So, so. Raketenstartrampe müsste eigentlich auch... Raketenstartrampe müsste eigentlich auch noch da sein. Genau. Die nehmen wir uns raus. Und wir brauchen natürlich... Heavy Duty Blades. Von denen ein paar. Ich glaube, 10 reichen. Ich bin mir gar nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Und wir brauchen Zeugs. Nämlich immer noch Rocket T1, 2, 3, 4. Hier. T6. Die Nase. Jetzt müssten wir aber eigentlich alles haben. Ne? 1, 2, 3, 4. Ja, müsste hinhauen. Gucken wir mal. Raketenstufe T6. Ja. Mittlerweile wären die Dinger ziemlich teuer, aber wir haben die nächste Raketenstufe. Wir können ja mal so machen. Wir können mal so machen. Mal gucken, ob es einen großen Unterschied sieht. Sehen wir ja hier. So, das ist die alte. Die neue. Ja, gut. Also die Größen ändern sich scheinbar nicht mehr. Zumindest nicht in diesem Texture-Pack oder in diesem Mod-Pack. Weil ich kann mich erinnern, da gab es mal ein Mod-Pack von Galacticraft, wo sich die Größen durchaus geändert haben. Ist aber hier scheinbar nicht der Fall. Schade, aber nicht zu ändern. So. Wäre halt cool gewesen, wenn sie halt weiter hochgeht. Sonst sieht die halt immer nur so billig wie die erste. Naja, was willst du machen? Ist halt wie es ist. So, so, so. Kann natürlich auch nur am Texture Pack liegen. Will ich nicht ausschließen. Hops, hops, hops. Hops, hops, hops. Hops, hops, hops. Hops. Teuer genug, dass die größer werden.
Das ist auf jeden Fall. So, hier die T5 drauf. Bitteschön. Und hier die T6 drauf. So langsam füllt sich doch unser Raketenstartplatz aber auf jeden Fall. So, hopp. Sieht doch so langsam gut aus. So, die kann jetzt in aller Ruhe mal auftanken, während wir uns vielleicht den Rest zusammensuchen, den wir ebenfalls wieder benötigen werden. Das sind natürlich Telepads. Telepads. Und zwar 18 Stück an der Zahl. Nee, 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 nee. 18 Stück. Und wir benötigen selbstverständlich einen Tesseract. Mit T am besten. Tesseract. So. Und natürlich die Koordinatenselektoren. Koordinatenselektoren. Alle beide. Denn wenn wir in die nächste Stufe wollen, dann sollte das so sein. So, als nächstes gehen wir aber erstmal hinter und werden in aller Ruhe hier hinten soweit husten, dass wir das vorbereiten können. Nee, ich will nicht nach Käseplanet zurück. Ich will das hier. Genau. Denn hier unten hatten wir ja schon frei gemacht. Ja, macht euch frei, Leute. Macht euch frei. Jetzt hat er gehustet schon wieder. Hallo. Ich hasse Husten. Aber wie gesagt, irgendwann wird er auch wieder weggehen. Bestimmt. Bam. So, damit wäre das nächste Telepad am Start. Wir müssen nur noch die Koordinatenselektoren nochmal selektieren. Das mache ich am besten hier. 1, 2. Damit das auch stimmt. Hier, der letzte war offensichtlich der, den wir erneuert haben. Aber oh gut, ist halt so. Und so, wir nehmen auch wieder mit ein bisschen Glowstone. Ein bisschen auszuleuchten. Glowstone. Denn ich habe ja keine Ahnung, wie das da aussieht. So. Das können wir löschen. Gut. Ich wäre eigentlich soweit, dass wir starten könnten. Wir haben die Koordinatenselektoren. Wir haben Bogen. Wir haben Laborblöcke. Wir können hin und her fliegen. Das kann ich einlagern. Wo wollen wir eigentlich hin? Das ist eine ganz gute Frage. Denn die Frage stellt sich ja schließlich sowieso. Wenn wir eine T6-Rakete haben, wir haben Diona mit Stufe 4 besucht. Wir sind jetzt auf Polygonius mit Stufe 5. Heißt im Klartext, dass wir das hier ist Stufe 7. Stufe 6 wäre Nibiru. Oder eben Phronos. Und Stufe 8 wäre der hier unten, der Sirius B, aus irgendeinem Grund. Könnte man da vielleicht hinfliegen müssen? Mal gucken. Okay, aber Nibiru ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Das heißt, da werden wir hindüsen. Ein Mars-ähnlicher Planet wieder. Hm, nun gut. War ja auch nicht so schlecht auf Mars. Okay, das Zeug hier läuft. Wie sieht es hier hinten aus? Hier hinten ist durch. Da könnte ich ja mal gucken, ob ich robuste Platten... Wie viel haben wir noch? Paar robuste Platten. Das heißt, wir craften da einfach mal. So. Stufe 1, ich mache das jetzt der Reihenfolge nach in der Hoffnung, dass das klappt. So, machen wir mal 1000. Von denen sind sogar alles verfügbar. Coole Sache. Start. So. Okay. Jo, läuft. Läuft. Sehr schön. Also robuste Platte Stufe 1 ist am Start. Wir können nochmal ganz kurz das hier austauschen. In der Zwischenzeit hat es dann hinten den auch aufgetankt, denke ich mal. So, und dann gehen wir mal in Richtung Rakete und werden uns auf den Weg machen. Turbine ist momentan aus, ist aber kein Problem, weil eben genug Output drin war. Damit war zu rechnen. So, okay. In die neue, in die T8-Rakete rein. In die T8-Rakete rein. Nochmal gucken. F. Wir haben die Koordinatenselektoren. Wir haben Telepad. Wir haben Tesseract. Wir haben Glowstone. Wir haben Laborblöcke. Wir haben Treibstoff. Gut. Starten. Dann geht's heute nochmal los mit T6. T7 gibt's dann theoretisch nochmal. Und dann eigentlich noch T8. Aber dann muss ich mal gucken, wo ich die hinsetze. Zur Not würde ich dann halt einen Platz erstmal freilassen. Interessant, dass es überhaupt noch T8 gibt, muss ich sagen. Ich dachte, bei T7 wäre Schluss. Nein, wir werden sehen. Hopp. So, auf geht's. Auf geht's ins All. Und mit einem großen Knall fliegen wir weg von unserer Basis. Ich bin mal gespannt.
wo wir landen werden. Nö, 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 nö. Ah, ich bin da drin ordentlich am Stiefeln, wie man sieht. So, Höhe 1250 haben wir erreicht. Das ist okay. Uranus können wir immer noch hin. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wir wollten hier nach Nibiru und starten. Ja, starten. So. Auf geht's. Neues Planetchen, neues Glückchen. Da ist die Rakete. Ist halt interessant, dass man hier mit Dingens runterfliegt. Gut, hier könnte eine Atmosphäre sein. Die sehr dicht ist sehr wahrscheinlich auch, weil man sieht halt nicht viel. Sieht ähnlich dem Mars aus, muss man echt sagen. Ein bisschen doof gelandet hier, aber ja, auch das muss man sagen. Aber na gut, okay. Wo kommt meine Rakete? Da kommt meine Rakete. Achso, muss ich erst warten, bis die gelandet ist. Na gut, dann warten wir, bis die gelandet ist. Ist ja nicht so, dass es nicht so ist, wie es ist. In der Zwischenzeit kann ich mal... Was ist das denn? Was bist denn du für ein Infected Zombie? Mit was bist denn du infiziert? Nicht, dass wir uns hier irgendwie... Ja, ihr wisst schon. Ein Problem bereiten. Das soll natürlich nicht passieren. So, wir werden erstmal uns den Heimweg bereiten, würde ich sagen. Das machen wir hier oben drauf. Was ist das da? Infected Grass. Okay. Also hier ist irgendwas Infektiöses am Gange. Macht mir Sorgen, aber na gut, okay. Was willst du machen? So. Beziehungsweise wir könnten ja eigentlich wieder... ja, weißt du was? Wir machen das so. Bauen wir zu. Und bauen das wieder ein bisschen erhöht. Damit uns nichts passieren kann. So. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bitteschön. Das wird ja wohl reichen. Dann das Teleport drumherum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut, Teleport steht. Wir machen einen Tesseract unten drunter, den wir auf Hauptenergie stellen. Der soll nichts davon bekommen, aber Energie soll er empfangen. Sehr gut, soweit, so gut. Wir benötigen einen Koordinatenselektor. Den werden wir einfach hier an der Seite selektieren. So, plumm. Bitteschön. Dann benötigen wir den zweiten Koordinatenselektor. Der kann hier schon mal selektieren. Bitteschön. Ja, jetzt müssten wir theoretisch schon nach Hause kommen können. Wir wollten aber noch, sagen wir mal, die Nacht absichern. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Da ich nur noch einen in der Mitte übrig habe, lasse ich den halt so. Und werde mal nach Hause teleportieren. Home, sweet home. Home, sweet home. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch gucken, welcher war denn welcher. 4502, ich habe hier ungefähr 55, dann ist der hier der neue, okay. Heißt im Klartext, der kommt hier drauf. So, Nibiru ist damit gesetzt. Wir können mal ganz schnell zurück die Rakete auch wieder setzen, einfach weil wir was können. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns ein bisschen auf Nibiru. So. Hopp. Die Dinger gleich wieder hin. Zim, zim, zim. Zim, zim, zim. Zim, zim, zirim. Sehr schön. Du ebenfalls oben drauf. Wunderbar. Dann futtern wir was. Nimm, 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 nimm. Es geht wieder nach drinnen. Hopp. Wir lagern aus das. Wir lagern aus das. Wir lagern ein das. Und würde sagen, dann gehen wir mal rüber. Mal schauen. Achso, Schild. Schild könnten wir holen und zwei Druckplatten. Genau. Druckplatten. Das sind keine Druckplatten, das sind zwei. Und ein Schild. Schild. So, bitteschön. Dankeschön. Einmal hierhin, einmal dahin, einmal dorthin. Machen wir zuerst einmal das Schild hin. So, so, so. Zack. Zack.
Das war eins zu weit hinten. Axt, bitteschön. So, neuer Versuch. Neues Glück. Zack. Nochmal shiften. Und hier, Nibi. Ruh. Schriftgröße machen wir größer. Hier machen wir ein bisschen vor. Schriftgröße könnte noch ein bisschen größer. Dann müssen wir aber eins zurück. Ruh. Okay, lassen wir mal so. Die anderen ist die Schrift ein bisschen höher als bei den zweiten, aber das ist egal. Komm, Arsch gelegt. Was will man mehr? So, einmal da drauf, dann einmal drüber. Ankunft auf Nibiru. Wo wir direkt eine geklatscht kriegen, weil wir wahrscheinlich in der Wand waren oder was weiß ich. Na gut, ist egal. So, wir sind auf jeden Fall hier und sehen uns in der nächsten Folge hier ein bisschen mehr um. Es ist auf jeden Fall hochinfektiös, muss man drauf achten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denne. Tschüss.